Patrick, lieber Patrick, wieso holst du deine Katzen nicht zu dir? Weil die Katzen dort, wo sie leben, im Kuradies zu Hause sind. Verstehst du das? Das habe ich gesagt, die Katzen waren schon vorher dort. Der König ist später dazu gekommen. Und jeder, der dort im Kuradies verweilt, der sorgt dafür, dass es den Katzen gut geht. So ist der Deal. So ist der Deal. Wenn die Menschen schon mit Geld handeln müssen, ja, dann sollen sie auch einen Teil des Geldes für die Katzen investieren. Das ist doch nicht verkehrt. Ich werde zu meiner Nachbarin gehen. Die wohnt schräg gegenüber. Ich habe mir noch nie mit ihr gesprochen. Wir kennen uns nur vom Nicken und vom Grüßen und vom Guten Tag und Frohes wünschen, ja? So wie mir die Omi das früher mal beigebracht hat. Alle im Dorf grüßen und mal Guten Tag sagen. Und ich werde da klopfen, ja? Weil da gibt's Katzen und die Katzen, die kommen auch ab und zu uns, ja? Und dann werde ich da hingehen und dann werde ich die Menschen um eine Spende für meine Katzen bitten. So einfach werde ich das machen. Kannst du mir helfen. Immer. Egal, wo du wohnst. Ja? Wichtig ist nur, wünsch dir doch das, was ich mir wünsche. Oder wenn du mir helfen möchtest, ja, lieber Patrick, dann lern mich doch kennen. Lern mich doch kennen. Wenn du magst. Am einfachsten machst du das, indem du dir den 6-Stunden-Film von gestern anguckst. Ja? Du wohnst im Westen. Im Osten, das ist richtig. Aber heutzutage ist es ja nicht mehr wie vor 26 Jahren oder vor 27 oder da kannst du ja einfach so rüber gucken oder per Anhalter rüberfahren. Musst du aber nicht. Das ist doch total egal. Es ist schön, dass ich eine Verbindung zu dir habe, Richtung Westen, genau. Ich kenne dich nicht und ich weiß nicht, was du machst. Noch nicht, mein Lieber. Noch nicht. Wenn du magst, lern mich kennen. Schau dir das Video von gestern an. Ja? Und wieso ich so bin? Ja, ich hatte schon länger vor, mal ein Video zu machen, wo ich diese ganzen Daten, diese ganzen Informationen, die ich schon über mich gesammelt habe. Ich studiere mich ja auch selbst. Ich finde ja auch heraus, was und wer ich bin. Ja? Dass ich das dann irgendwann mal alles euch erzählen kann, was ich schon über mich herausgefunden habe. Und ich muss dazu sagen, als diese Drehvideos hier entstanden sind, mit diese Schreivideos, die kurzen, ja, die ohne Musik. Ich bin nur morgens um 4 ins Bett. Und ich bin erst vorhin aufgestanden und dann rief der gleich an. Und nachdem der angerufen hatte, war ich schon so in Rage, dass ich unbedingt das loswerden musste. Die Energie musste schon unbedingt loswerden. Und da kam ich erst vorhin dazu, mir eine Medizin zu verabreichen. Ja. Ich brauche die Medizin, sonst drehe ich durch. Echt, sonst drehe ich durch. Aber such dir doch Hilfe. Das tue ich ja. Das habe ich gestern 6 Stunden lang habe ich davon geredet, dass ich die Hilfe suche und brauche und finden werde. Und vergesst die Kerle. Denk lieber an dich. Die Kerle. Vielleicht vergesse ich die Kerle ja. Ja, vergiss die Kerle. Bist du eigentlich, wie alt bist du? Bist du vor dem 25.10.83 geboren oder nach dem 25.10.83? Bist du jünger als ich oder bist du älter als ich? Weil wenn du nämlich jünger bist als ich, ja, dann muss ich auf das hören, dann ist es wichtig, was du mir zu sagen hast, ja. Das wärst du auch, wenn du älter bist, aber dann hat es ein anderes Gewicht. Lieber Patrick, schön, dass du Patrick heißt. Als ich mein erstes Jahr, möchtest du was über mich erfahren? Dann erzähle ich dir mal was über den Patrick. Über den Patrick, den ich kenne. Und so erfährst du auch gleich was über mich. Aber es ist so schön.
Videos für meine Abonnenten, so wie sich das gehört. Lieber Patrick, als ich damals angefangen habe, Physik zu studieren, 2003, 2004, erstes Semester, da hatte ich einen Kommilitonen, der hieß auch Patrick, ja, und der hat physikalische Medizin studiert. Ja. Der wollte eigentlich Medizin studieren, hat aber aufgrund seines NCs keinen Studienplatz bekommen und so weiter und so fort. Mittlerweile ist er Biologe und ganz glücklich. Ich habe schon sehr lange keinen Kontakt mehr, aber ich freue mich, wenn Patrick mich hier irgendwann entdeckt. Du hast mich schon entdeckt. Da war der auf Benzos, Hartmut Peter Naus aus Halle. Als ich den kennengelernt habe 2014, ja, da war der auf Benzos. Da konnte ich erstmal, da habe ich das erste Mal gesehen und gespürt, wie dieses Scheißzeug wirkt. Der war auf Benzos, ja, als wir in dem Film Woche 37 Statisten spielen. Da kannst du uns finden. Ich habe den Film selber noch nicht gesehen, aber er und ich, wir gehen Hand in Hand, ja, und er total auf Benzos. Weißt du, wenn die Leute, ach, das ist Dreck, Freund. Dreck ist das. Es wird mit Geld bezahlt, ja? Verstehst du das? Verstehst du meine Welt? Kannst du dir das vorstellen? Meine Welt existiert ohne Geld. Und wenn ich da lese Benzos, ja, dann sind das irgendwelche Tabletten in Plastik und Alu und Scheiße. Weißt du? Das ist Kunst, das ist künstlich. Das ist eine perverse Kunst, ist das. Das ist widerlich, das ist Alchemie-Scheiß, das ist Alchemie-Scheiß. Scheiße. Sondern für Leute, wo Erregungszustände haben. Ja, und wenn die dann die Benzos fressen, dann sind es Zombies oder wie? Ja, schön. Die einen Zombies, die anderen Fernsehen, die anderen Alkohol. Wie jetzt? Was soll denn das? Wegen den Katzen oder der Katze? Was willst du da machen? Wenn du kein Geld hast, deinen Freund nicht? Das ist nicht mein Freund. Zeichnest du so einen Freund oder was? Pass doch mal auf, was du sprichst. Schreibst, Entschuldigung. Und die Katze nichts zu essen hat? Muss doch den Tierschutz anrufen. Ich hab's nicht getan. War nur Gelaber. Alter. War nur Gelaber. Alter. Weißt du, was in mir vorgeht, wenn da steht, ich habe den Tierschutz informiert? Dann denke ich, da stehen gleich die Bullen bei mir vor der Tür. Ja. Hör auf damit. Pass auf, was du machst im Netz und überhaupt. Das geht doch nicht. So Lügen zu verbreiten. Mache, ja? 1, 2, 3, 4. Entschuldige bitte, Patrick. Entschuldige das. Verzeihst du mir? Scheiß drauf, ich mache mal das richtig. Also, 13 Minuten to go war das letzte, was ich angeschrieben habe. War ja klar, ne? Danach kam 10 Minuten to go. Da hat sie sich ja schon ein bisschen verändert gehabt. Da hat sie ja schon ein bisschen hier oben deinen Kopf angeschränkt und dein Herz.
Und dann siehst du mir nicht so groß, das war dann das allerletzte. Wieso ist die Katze? Ich werde dann vielleicht demnächst von unten anfangen, wenn ich dann nochmal in die Verlegenheit kommen sollte, so ein schönes Video zu tun.